Der Exploder hat die Brückensteuerung zerstört. Finde einen anderen Weg über den Fluss. Lolli, nur 6% live. Hier vorne. Sag mal, was ist eigentlich die Spezialfähigkeit vom Commander? Hast du schon nicht gemerkt, dass das Geschütz hier hinter dem Gang ist, auch nochmal hier? Hier. Ich krieg ihn noch. Damit könntest du über den Fluss kommen. Fuck. Ich helfe euch. Komm mal. Nein. Ich krieg's nicht. Oh, ich falle mir den Arm und jetzt gehe ich drauf, oder was? So, Engstert, was hast du eigentlich für ein Schildchen aufgehoben? Ja, hör raus. Ich leg die mal auf den Boden, weil ich brauch zurzeit keine, ja? Jo, schmeiß die mal hin, dann können wir uns mal angucken. Das sah so aus, als wenn ein paar von denen ganz gut sind. Das eine ja, ist auch besser als meins, das eine. Boah, dann snackt's euch. Aber besser, dass ihr mal was anständiges kriegt, als was man davon brauchen. Ja, so sind zwar welche dabei, die von der Dings besser sind wie meins, also von der Kapazität, aber meins hat dafür einen wesentlich besseren Effekt als die. Ich hab das meine schon im Prinzip davon keinen Sinn. Das guck ich aber erst gleich. Oh, der Captain Hemp dreht! Nein! Lüg mich nicht an! Doch, der Captain Hemp dreht! Du weißt, man darf nicht. Kommt ihr mal hier hoch, oder? Ja, ich bin noch dabei. Redi, ja? Sag was! Ja, wer ist denn hier alles drin? Ja, wie spielt auch Wahnsinn? Ja, der Wahnsinn. Volle Hütte hier. Oh, Engstart, beweg deinen Hintern. Ich will hier auch rauf. Boah, ja. Lange nicht mehr so viele Leute. Ich komm nicht. Lass mich noch mit. War zum Anlass hier in Borderlands schon. Ne, Labeck. Labeck reicht. Sind eh nur wir vier. Von daher. Alle, dass man sich zu 5 zocken kann. Ja, das wäre geil. Hast du es auch oder was? Natürlich habe ich das. Nee, weil ich war RVE am Marsch. Wenn Fred mitspielen, ist Fred. Und vor euch, ja. Ihr braucht keinen Mensch. Ich hab doch gesagt, du bist erster Ersatz, ein Erster. Hier, Fred. Darfst du nur nicht den Engstart sagen. Wenn der weg ist, dann spielst du mit, dann ist er weg. Ach Quatsch. Ihr müsst ja nicht wieder von vorne anfangen, das ist das Problem. Ja. Nö, du kannst ja einsteigen. Ich habe einen Level 7 Char oder so. Ach egal, wir ziehen dich ein bisschen durch und kommst du ganz schnell Level ab. Ja, wir haben ja so ein großes. Was ist denn dieses Team? Ja, ich nehm den großen, kümmert ihr euch um die kleinen. Jo. Danke, warte. Ach, hören, Mensch. Ja, was ist so gut, halt einfach. Dave ist im Vorfall da irgendwie. Lol. Hören. Hey, so, der Dave ist tot. Ja, da ist er da. Der Dave lebt noch, ich bin nur noch da. schlechter Witz. Oh, Snigger! Wir haben schon Schlimmeres gehört. Du Snigger! Ja. Ihr hattet aber nicht alle vorbestellt, ne? Ihr hattet sie alle später gekauft. Jo, also ich hab's mir mit Russenkies geholt. Heißt den krassen Necromancer werdet ihr nicht bekommen, quasi. Ne, erst mit dem Season Pass. Neue Klasse, die dann noch kommt.
Ich scheiß auf den Season Pass, so geil finde ich das Spiel nicht. Dann hau ab. Ja, ja, also keine Ahnung. Ja, wie kaufst du dir dann die Add-ons einzeln oder was? Oh, da hast du Tickets, was auch immer. Ja, klar. Nein! Mensch, lebt an der Spur. Auf den Front, ne? Oh. Also die Korrosionswaffe auf meinen. LOL. Ich hab mich komplett runtergeschossen. Okay. Bitch. Feuer! Ihr müsst mit Feuer zurückgehen. Ich mach einfach einen Nahkampfangriff die ganze Zeit. Nein, von Kackdreck hier. Kann ich mal einen wiederbeleben? Ich dachte, du bist hier, du bist ein Sniper, was gehst du so nah ran? Hier rum, ey. Oh. Der Zero kämpft auch im Nahkampf. Je nachdem, wie er geskillt ist. Ja, aber ich... Der, wann kriegt man das Schwert? War ich halt einfach mal von hinten drauf. Jetzt hat er mich auch gekriegt. So ein Scheißendrecks und nochmal. Meine Bleipustmunition ist fast leer. Ich versuch's, aber das geht irgendwie zu schnell gerade. Naja. Gucken wir mit dem immer auch mal spielen. Sag mal, hat Clown sich nein, jetzt eigentlich darauf, endlich dass mal Premium schenken. Battlefield Premium geholt? Weihnachten. Never. Beim Weihnachtswichteln oder was? Key reinstecken Bing. Zum Weihnachtswichteln. Was? Und so einen Russen-Key reinstecken zum Weihnachtswichteln. Also kostet Premium immer noch 30 Euro. Auch als Russen-Key? Ja. Aber einzeln dann Premium oder was? Oder? Ja, Premium einzeln. Ja, schwing deinen Arsch, du Bohnenstange. Warte, ich beleb dich wieder, Boggy. Irgendwie unglaublich teuer eigentlich für einen russischen Key. Ja, nee, ich habe mir in Russland auch also Close Quarters, also ich war in zwei verschiedenen Läden. Close Quarters war entsprechend billig, das Addon einzeln auf dem einen. Das war auch mehr so ein Bazar, da hatten ist die auch legal, nur ist legal. Und das also selbst zusammengeschnitten. Ja, so in etwa. Und auf dem anderen, das war halt so ein richtiger Laden. Da hat's eigentlich genau der gleiche Preis wie in Deutschland, nur 2 Euro weniger oder so. Ein Silberstreif. Also. Mir ist so ein tolles Steam-Profile-Teil geholt. Profile ist private, was muss ich denn da einstellen, dass das da. Tja, jetzt sterben wir fast nur. The Highlands. Wie mein? Oh ja! Sekunde, ich bin noch Game-Mobil! Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken! Oder? Mann! Zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Ich weiß ein, dass der mein Steam-Profile hier anzeigt. Blablabla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel! Mit einem Löffel! Und ich lache nur und löffle ihm seine Augäpfel da auf den Kopf. Und seine Kinder, alle so... Ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls. Ja. Also das Game-Mobil gehört. Das Game-Mobil nehme ich dir nicht Han weg. Und mir. Ja. Hören, komm her, ab ins Game-Mobil. Ich hab euers auch schon gespawnt. Ja, dann bleib doch mal verdammt nochmal stehen, ey. Geh doch. Nee, ich hab viermal probiert einzusteigen. Jedes Mal warst du nicht mehr im Game. Fahrt doch drauf, ey. Lol, was geht da ab? Wer ist, wenn du mal auf die Geschütze ballerst? Denkst du das? Genau so.
Ist ja auch mit deinen. Mit was denn? Das muss ja Dings machen. Er muss mich dann auch so stellen, dass ich drauf schießen kann. Und dann auch nicht permanent rumklosen. Ja, das war's, wir sind gleich down, darum fahr ich ja weg. Naja, in dem Moment ist es auch schwer. Aber du bist ja eigentlich die ganze Zeit am rumfahren. Und wie soll ich da was treffen? Zeig das. Ich ja, komm, Pizza. So weit fahren muss ich jetzt auch nicht, ja. Oh scheiße. Haben sich verzogen. Das Game-Mobil sucht einen anderen Weg. Notfalls kommen wir von hinten. Doch, also suchen einfach euer Plan gewesen, von hinten zu kommen. Ja, ich dachte, ich komme da irgendwie rüber. Ja, jetzt kurz gib zurück. Und wieder vor. Oh, wo ist er denn hin? Da läuft er. Vor! Bleib doch einfach stehen. Wir fahren den Berg hoch. Die. Oder runter. Nein. Das ist sein eigenen Weg. Oh, das ist ein Tunnel. Alter Junge. Siehste? Highway to Hell. Oder. Ich muss uns jetzt im Ausschuss sehen. Ja, ist okay. Wisst ihr, wie scheiße aus wir sind? Wir sind nämlich als Erster da. Du hast Overlook gefunden, ja? Das war mal ein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Ja. Dank Jacks Bergbauaktivitäten leidet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Ja, wir müssen raus, ne? Solltest du eine Schnellreisestation haben. Ja, die sind aber nicht da durch, sonst wären die Mobs tot. Ja, wir haben einen besseren Weg gefunden. Ach, die Mobs sind einfach über den Berg gefahren, das können wir auch. Ja, fahrt über den Berg, viel Spaß. Stellt sich nur die Frage, warum. Los, ab ins Game-Mobil hören. Ja, geil, ey. Du rennst vor, ich komm dir helfen und dann lässt mich allein, oder was? Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du den Bösen helfen. Angel! Angel! Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass... Es gibt nur noch die Papier Evolution. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Sind sie wieder rüber? Nee, hier geht's nicht. Jetzt hier mal fest, oder was sagst du? Okay, Boggy, die machen wir fertig. Ja, wir hängen fest. Kümmere dich nicht um mich, komm zurecht. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Du nicht. Aber ich will jetzt auch Pizza, Mann. Ich hab das welche, geil. Aber ob ich mir jetzt welche mache? Jetzt muss ich ihn aufstellen, dann muss ich ihn reparieren. Repariere den Transmitter. Los, Bobby, wir glauben an dich. Komm, den kriegst du. Anfrage für unkalibrierte Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3-6 Wochen. Nein, ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Mensch, was zum Ecker machst du da? Ach fuck, ich hab's mich erwischt. Ich habe eine höhere Priorität. Ich krieg noch einen Down davon. Johnson kommt sicher ein paar Monate ohne Medikamenten nach. Muss ihm die dicke Bleipuste herhalten. Verteidigt den Transmitter. Das war's, wir haben verloren. Alter, wieder erstmal so ein Badass-Typ kam um die Ecke. Wo seid denn ihr, Jungs? Ja, ganz weit weg. Seid ihr da hingekommen? Badass-Reparatur, würde ich grad. Alter, ich bin tot. Aber richtig heftig. Gott, Alter. Nein, ich hab ihn verteidigt. Ich will schon wieder was mit der kaputt machen. Lass es nicht zu.
Seid ihr eigentlich gerade in welchem Level? Sind wir hier? Ungefähr oder in welchem Gebiet? Ich bin noch. Irgendwo? Level 16. Lass uns dabei, wir sind weit. Sag doch mal Levelbereich an. Wir sind gerade Level 16. Ah, okay, dann seid ihr ungefähr da, wo mein. Den zock ich nur, den zock ich nur mit der anderen Gruppe. Okay. Wenn ich wir sind gerade dabei, kurz nachdem die Stadt abgehoben ist, sind wir jetzt. Ah, okay. Kurz danach. Da war ich noch nicht. Böser Dark. Hast mich jetzt schön gespoilert hier. Ja, keine Ahnung, wenn er sagt, wir sind auch Level 16. Ja, auch mal in einen Armigen mit dem Zocken. Ja, das macht cool. An Borderlands 1 war ja noch das Gute, da konnte man einfach einen Shark kopieren und mit dem weitermachen. Halt ja. Auf dem alten Stand verlassen, das war richtig gut. Leider hier nicht mehr, das war immer ganz dicke irgendwas. Als Kauf ist dir. Als DLC. Keine Puste mehr. Mann, ich komme. Der Transmitter ist genau neben mir. Der scheiß Transmitter. Geht's auch voll ab, Alter. Mach den Konstruktor kaputt. Repariere den Transmitter, schnell. Hab ich. Ich zerstöre ihn. Warte, ich retz dich. Meins. Boah, da ist schon wieder ein Konstruktor. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Dishonored. Ah, Dishonored, das wollte ich auch spielen. Das liegt bei mir aber auf der Platte gerade. Ich finde, das ist grotesk unterbewertet worden von der GameStar. Echt? Die haben 84 Punkte gegeben. Ich habe den Test nicht gelesen, leider. Nur das Video gesehen, das gelesen gibt. Gibt schon einen Test im Internet, also online halt, aber halt nicht. Aber ich finde, das ist grotesk unterbewertet. Also bis jetzt zumindest finde ich es ziemlich geil. Also ein, zwei Stunden, die ich damit ist. Ich habe das Intro mir angeguckt bei ein paar Let's Playern. Also ich muss schon sagen, sieht echt geil aus. Ich finde, sie sollten zum Beispiel so ein HD Texture Pack nachliefern. Ja, das sieht, das die Texturen sind ziemlich hässlich teilweise. Ja, einfach, das ist halt leider auf der Konsole. Ja, es ist halt, ja, aber es ist halt ein Cell-Shading-Game. Das soll ja. Ja, das kaschieren damit ziemlich viel. Also da hat die GameStar, da muss ich der GameStar recht geben, dass sie das damit ziemlich verstanden wollen. Dass sie es einfach nicht besser machen wollten wegen den Konsolen und viel gemacht haben für den PC, das gescheit setzen und da hohe Texturen reinmachen. Das ist leider die Scheiße, weil die ganzen Leute immer nur eine Konsole zu Hause rumstehen haben und dann spielen sie halt auch den noch. Den Healer. Oh, wo denn? Ja, warte, ich komme. Ja, die kackt ohne wieder rumfliegen. Das ist ja wohl nicht. Oh, heftig. Wer guckt eigentlich alles noch Gronkh an? Ich nicht. Nicht? Warum nicht? Ich mag den nicht. Also ich mag die Stimme, die der hat, aber... Den Transmitter. Das, was er so labert, finde ich zum Kotzen. Bleib mal stehen. But der labert ja auch richtig, der hat damit auch diese Show auf, ne? Das ist auch cool, finde ich. Welche Show? Der hat so eine Let's Play The Show. Freitag im auf My Video. Mit einem Sarazar zusammen. Den kann ich wiederum sehr gut leiden, Sarazar. Ja, der ist ja auch unter dem Portal. Ja, ich weiß. Dark, ich hol dich. Das war's, keiner ist am Transmitter. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Komm. Nein, hol dich. Ich gehe zum Transmitter. Gib mir eine Sekunde, dann kalibriere ich sie auf Sanctuaries neue Position. Oh, Hörn, irgendwen musst du wiederbeleben. Schnellreisestation kalibrieren. Ja, wenn das jetzt so leicht ist. So haben wir geschafft, soweit. Steht ab sofort als Reiseziel zur Verfügung. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Angel, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu uns. Nein! Oh nein, ich hab's fast geschafft.